Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 4. Und zwar werden wir jetzt noch den DLC Das Tal der Jedis noch machen. Und ja, würde ich sagen, starten wir das Ganze mal und schauen uns mal an, wie lang das denn gehen wird. Oder ob das wieder bloß so eine Nebending ist, dann weiß ich nicht. Also wenn das jetzt wieder so wie das andere war mit dem, Gefängnis. Ja, ich weiß nicht. Ja. Tal der Yetis. Wir werden sehen, was das sein wird, ob das mal eine Story ist. In der Scheiße. Okay, wir gucken uns erstmal hier um. Okay, es geht um ein Relikt. Es scheint wohl doch eine Story zu sein, das gefällt mir. Hier haben wir noch ein bisschen. Haben wir da noch irgendwas? Nur ein Molly. Okay. Wir haben nichts. Nichts, wieder nichts. Wow. Weiß er Bescheid. L1 und... Naja klar, ich habe jetzt Dwarfmesser. Ah, da ist noch mehr. Ach, da ist auch noch ein Medipack. Wir haben drei Wurfmesser. Opa. Das verlorene Tal. Bin mal gespannt, wie lange sich dieser DLC noch jetzt rauszieht. Ob wir da auch mehrere Parts für brauchen. Schieße auf Eisformation und lasse sie auf den... Okay, das ist natürlich cool. Ist aber was. Du bist natürlich. Ich glaube, das sollten wir vielleicht sogar mal lesen. Bericht an General Yuma, 15. Juni. Die erste Phase der Mission lief genau wie geplant. Die Expedition hat die Talsohle erreicht und damit begonnen, ein quasi permanentes Lager für die nächsten Phasen zu errichten. Ich habe die Männer in vier Gruppen eingeteilt und jeder einen Sektor das Tal zugewiesen. Wir fangen damit an, einen kleinen Teil zu kartografieren. Und gehen dann systematisch weiter vor, bis wir das Relikt gefunden haben. Colonel Sandesh, 16. Juni. Okay, ich glaube, hier wird es interessant, diese Texte zu lesen. Hoffe ich zumindest.
Mumien Schlafsack. Moment, hier oben ist auch noch was. Warum ist denn hier noch was? Warum habe ich denn das nicht gesehen? Man kann hier runterklettern. Okay. Ich glaube, jeder Weg ist hier ganz gut, um das mal vielleicht Waffen und so findet. Hier haben wir gleich noch ein paar Wurfmesser. Okay, hier unten haben wir noch Wurfmesser. Das heißt, wenn wir irgendwann in der Bredouille stecken und nichts mehr haben, dann können wir hierhin zurückgehen und können uns noch Wurfmesser holen. Okay, es wird interessant. Wegen keine Waffen und so. Dann liegt auch noch ein Wurfmesser. Da unten wäre schon der erste Gegner. Okay, ich glaube, mit zurücklaufen wird da nichts. Schlucht des Erwachens. Steht denn hier irgendwas, was wir machen können? Oder was da ist? 6 Relikte. 5 überlebte Nächte. Und Upgrade-Aufgaben. Mhm. Okay, der Typ ist weg. Ich meine, die hatten ja schon gesagt, dass hier drei verschiedene Gebiete sind. Da ist eine Kiste. Wir haben eine Höhle, die man nicht reinkommt, oder? Okay, man kann auch nicht wirklich schlagen. Okay, müssen jetzt gucken, aufpassen. Das wurde reingelaufen. Hier rüben rein kommt man wohl nicht. Könnte höchstens hier unten weiter. Wie man ja weiß, bleiben die nicht. Ich laufe noch mal kurz über die Brücke rüber. Die ist von mir abgehauen, ein Glück. Ach, hier kommt man runter. Können wir mal kurz gucken. Was hier noch so gibt. Hier ist eine Kiste. Und hier ist noch was zu lesen. Corporal Rayus Tagebuch. Part 3, ja. Es kommt mir vor, als hätten wir Kirat vor sehr langer Zeit verlassen. Dabei sind wir im März losgezogen und jetzt ist es erst Mai. Der Marsch ins Tal war ziemlich hart. Der Wind und der Schnee auf den Berg waren unerbittlich und taten ihr Bestes, um uns aufzuhalten. Aber wir haben einen Befehl und befolgen ihn. Also hier kommt man definitiv nicht weiter. So, wieder hier drüben drauf achten. Ich weiß nicht, ob der wieder rauskommt. Aber ich glaube, das hat uns jetzt bloß ein Zeichen gegeben, wie wir sollen da rein. Ich möchte natürlich erstmal hier doch rumgucken. Hier gibt es ja noch
Noch so ein bisschen Spirenskin. Da hinten kommt man auch drüber. Ich glaube, das sollte man nutzen. Um sich mal zu... Okay, gibt es hier Feinde? Nö. Gibt es hier was? Oh, ein Bogen. Bogen ist gut. Da kann man jetzt wenigstens uns so ein bisschen wehren. Können wir mal lesen. Corporal Reyus Tagebuch 2. Oh, das ist ja doof. Das ist ja gar nicht richtig... Naja. Es hat fast 3 Wochen gedauert, die Funkantenne an der Relaisstation anzubringen. Das Gebäude, an dem wir sie festgemacht haben, gehörte früher einem Yak-Farmer. Die Mauern waren kaum mehr als gestapelte Steine, die von getrocknetem Lehm zusammengehalten wurden. Die Antenne ist immer umgekippt, doch schließlich konnten wir sie solide verankern. Jetzt würde man Sprengstoff brauchen, um sie umzukippen. Irgendwie hoch. Geht da irgendwas oben drauf? Ne, okay. Hier schauen wir. Ah, da geht's hoch, okay. Wir haben hier ein Seil. Da geht's nach oben. Rothundfell. Ja, wollen wir mal hochgucken. Würde ich behaupten. Ich weiß halt nicht, wo man als erstes hingeht, ne? Das ist alles so eine Sache. Der Pilot wurde anscheinend verschleppt. Okay, was haben wir hier? Zigaretten. Ist da jetzt dann das Tor offen oder was? Gehen wir noch hier hoch. Bevor wir dann... Okay, ich denke mal, dass... wird das andere Ende sein. Zu der Höhle hier. Ich hoffe es mal. Ich würde mal langsam gehen. Diese Pilze hier, die... Was sind das für Typen? Die sehen nicht aus wie Yumas Männer. Man sollte vielleicht erst mal... Ich frage mich gerade, ob die einen was tun. Tun die mir was? Okay, die sitzt da, ist tot. Ach, ich glaube, die tun mir gar nichts. Ah, es ist ein Grab hier. Ach, die tun mir was. Warte mal.
Boah, ich wusste gar nicht, dass man hier... Das weiß ich doch nicht, Mann. Ich weiß es doch nicht. Oh, Mann. Okay, also die Typen tun mir definitiv auch was. Das ist ja krass. Sind wir definitiv von nichts sicher, ja. Wo starten wir denn jetzt? Das ist jetzt die nächste Frage. Okay. Da brauchen wir bloß hier hochzuklettern. Gut, dann tun die mir was. Gut zu wissen, würde ich sagen. Okay. Ich dachte, das sind irgendwie so Heilige, die da... Okay. Dann hätten wir... drei Stück von denen. Ich weiß schon. Deswegen mache ich gerade so verkackt vorsichtig. War hier auch einer? Ich bin... Okay. Ich glaube, die tötet man nicht. Das ist bestimmt Ärger von irgendeinem creepy fuck Geist oder so ein Scheiß. Ja, ich mache jetzt hier ein bisschen vorsichtig. Ich finde das jetzt gerade so ein bisschen... ja, crank. Ich will jetzt hier mal rausgehen aus der Höhle, weil... also nicht, weil ich jetzt raus will, sondern weil ich gucken will, ob das der Ausgang ist. Ja, wenn ja, steht da dann einer. Hier steht doch keiner. Gut, da werden wir uns hier drinnen mal noch umgucken, weil da kann man nämlich noch ein bisschen weiter. Hier kommt man zum Beispiel noch hoch. Da kommt man noch hoch. Hm. Lustigerweise. Ist okay, ist okay. Ich habe kein Problem hier zu sehen. Okay, dann schauen wir mal, hier ist noch mehr. Hier, da ist noch eine Kiste. Hier.
ein bisschen unheimlich in der Höhle. Man kommt auch hier nicht hoch. Man muss... Hier oben geht es überall weiter. Aber ich glaube, da kommen wir von dort aus hin, oder? Hallo? Warum kann ich denn näher ran? Oder haben wir den Haken gar nicht hier? Natürlich auch sein. Doch, haben wir. Schau mal, uah. So, dann müssen wir rüberschwingen. Ist zu geil. Keine Ahnung, wo die herkommen. Auf jeden Fall gefährlich, die Leute. So viel kann ich behaupten. Okay, wir machen nochmal hoch. So, war das hier. Hier ein bisschen was. Wir haben hier eine Waffe. Hier haben wir noch was zu lesen. Corporal Ratschus Tagebuch 4. Gestern hielt Colonel Sandesch eine Einzelbesprechung für die nächste Phase der Mission ab. Nun, da wir hier sind und ein funktionierendes Lager aufgebaut haben, können ein paar von uns mit der Suche beginnen. Wir wissen nicht, wie lange es dauern wird, bis wir es gefunden haben. Man kommt definitiv hier oben lang und das werde ich jetzt auch nutzen. Oder dahin einfach. Mhm. Wow. Hier kommt man auch lang. Ich muss jetzt erstmal hier so hinspringen. Und dann hier rüber. Deine Seele. Boah, was reden die denn da? Okay, jetzt haben wir die ganzen Kisten. Oh, ich dachte, ich springe wieder runter. Okay, ich kann jetzt hier rein und das war's auch schon. Aber das wir machen.
Okay. Die abhauen. Das ist der Eingang jetzt von der Höhle. Okay. Es gibt hier sozusagen nur eine Höhle. Ah, was ist jetzt hier? Okay, also bin ich jetzt so vollkommen falsch gelaufen. Willst du mir das damit mitteilen? Fuck. Okay, ich bin doch nicht falsch. Ich habe nur einen anderen Weg genommen. Ich glaube, über die Brücke darf man nicht. Ist ein Sturz gefährdet. Oh, das tut mein Hintern so weh. Super, ich will über den haben. Boah, so liebe Freunde. Dann war es das auch schon wieder für den Part, was da dort abgeht. Das werden wir gleich rausfinden. Wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder. Und dann geht's weiter auf die Suche nach einem Jedi. Ich weiß es gar nicht. Und ja. Und würde ich sagen, bin ich raus. Und ciao.